Einträge, die wir erfasst haben, können wir jederzeit bearbeiten. Dazu klicken wir hier im Hauptmenü auf den Button Bearbeiten. Um diese Einträge einzugrenzen, können wir hier den Monat wählen, das Jahr, das hier schon vorgegeben ist, und auf Finden drücken. Daraufhin erscheint eine Liste der Einträge in diesem Monat. Wir sehen hier diese Einträge nach Datum sortiert aufgelistet. Wenn wir einen Eintrag ändern oder löschen möchten, können wir hier direkt in die Zeile klicken und gelangen dann auf den entsprechenden Eintrag. Das ist jetzt ein Eintrag, der doppelt vorhanden ist. Irrtümlicherweise wurde der doppelt eingetragen. Den können wir löschen, indem wir hier auf Löschen klicken, Ja wählen und dann verschwindet dieser Eintrag. Wir kommen über zur Liste, über diesen Button wieder zu der Monatsliste und können auf einen anderen Eintrag gehen und den ändern. Diese Stellenbemühung hier ist soweit abgeschlossen. Wir können nach dem Runterscrollen in den Ergebnistext gehen und einen Ergebnistext ergänzen, indem wir entweder hier mit Copy-Paste aus einem E-Mail den E-Mail-Text hineinkopieren oder wieder über diesen Button hier den entsprechenden Eintrag anhängen in Form eines Dokumentes wie PDF oder Word-Dokument. Am Schluss ergänzen wir hier noch das Ergebnis und schreiben hier zum Beispiel besseren Kandidaten gefunden oder was auch immer. Und können dann diesen Fall abschließen, indem wir hier auf Erledigt klicken. Abspeichern können wir das Ganze wieder, indem wir irgendeinen Knopf hier drücken. Jetzt hier in diesem Fall gehen wir ins Hauptmenü zurück. Zur Repetition noch einmal, um etwas einen Eintrag zu bearbeiten, hier über Bearbeiten, den Monat wählen, Finden drücken. Und wir haben hier eine Liste mit den wichtigsten Angaben, können durch Klick auf die entsprechende Zeile gelangen wir dann in diesen Eintrag. Und hier auf diesem Button zur Liste gelangen wir wieder in diese Monatsliste zurück, wo wir eine Übersicht haben.